Wir gehen jetzt direkt nahtlos über zum Forum Kapitalistische Globalisierung und Grenzüberschreitungen und begrüßen hierfür Moussa Changari aus dem Niger. Bonjour Changari. Bevor ich auch Changari gleich vorstelle, möchte ich nochmal die Co-Moderatorin Julia Mannig bitten, auf die technischen Spezifika dieser Sektion einzugehen, weil jetzt bestimmt nochmal neue Zuschauer und Zuschauerinnen zugeschaltet haben. Julia? Okay, hallo. Ja, wir wollten nochmal darauf hinweisen auf die Übersetzungsfunktion. Also hallo von Backstage. Für euch alle und Sie alle gibt es die Übersetzungsfunktion als Weltkugel am Fuße des Bildschirms. Für den Fall, dass Sie das nicht sehen können, bitte, dann wählen Sie sich nochmal über die Zoom-App ein. Und hola desde el Backstage. Pues hay una función de traducción para ustedes. Puede seleccionarse por medio del icono del globo terráqueo en la parte inferior de la pantalla. Si no encuentran ese icono, les pedimos el favor de reconectarse a través de la aplicación de Zoom. Bonjour, depuis les coulisses, de la part de, enfin, de nous tous, il y a une fonction de traduction pour vous qui peut être sélectionnée par l'icône du globe terrestre en bas de l'écran. Si vous ne trouvez pas cette icône, reconnectez-vous à la session en utilisant l'application de Zoom. Hello from backstage, please choose the translation option. Und jetzt nochmal auf Englisch. Das heißt, es gibt eben diese Dolmetsch-Funktion. Sie müssen nur auf das Globus-Icon klicken. Gut. Ja, vielen Dank nochmal, Julia. Zum Ablauf des Forums noch kurz. Das geht jetzt 60 Minuten, 55 Minuten nur noch. Wir beginnen damit, dass Changari einen 20-minütigen Input geben wird, auf den Sandro im Anschluss nochmal reagieren kann und dann die beiden Referenten dann noch einmal miteinander in die Diskussion gehen können. Und während dieser ganzen Zeit haben alle Teilnehmenden, die über Zoom angemeldet sind, die Möglichkeit in der Q&A, also in der Frage-Antwort-Sektion, Fragen zu stellen, die von den Co-Moderatoren Julia Mannig und Jasmin Behrens gesammelt und gebündelt werden. Und im letzten Drittel dann dieser kommenden Stunde werden wir dann die Fragen aus dem Publikum, die werden von Julia dann gebündelt und an Sandro und Changari gestellt und die beiden können dann nochmal darauf reagieren. Soweit zum Ablauf. Nun komme ich endlich zu Moussa Changari, den ich ebenfalls kurz vorstellen möchte. Changari ist nicht nur im Niger, sondern in der gesamten Sahelzone und darüber hinaus ein renommierter Journalist und bekannter Menschenrechtsaktivist, der aus einer panafrikanischen Perspektive zur neokolonialen Politik der EU arbeitet und darin besonders zur elenden sogenannten Migrationspartnerschaft Europas mit dem Niger und anderen Staaten der Region arbeitet. Moussa Changari ist Generalsekretär der zivilgesellschaftlichen Organisation Association Alternative Espace Citoyen im Niger, mit Büros in verschiedenen Regionen des Landes, 4 Radiostationen, Publikationen, anderen Mitteln setzt sich die AEC für politische, soziale und ökonomische Rechte aller Gruppen ein, aber insbesondere eben auch für Migranten und Migrantinnen. Und ich möchte jetzt Changari das Wort geben für seinen Input. Bonjour. Guten Tag. Als allererstes möchte ich Ihnen herzlich für die Einladung zu dieser Konferenz danken. Kleiner Hinweis der Dolmetscherin, der Teilnehmer ist fast nicht zu verstehen. Die Tonqualität ist sehr schlecht. Wir tun unser Bestes. Jetzt ist ganz weg. Okay. Donc, ja. Vor 2 Tagen habe ich diese Einladung erhalten, das Wort zu ergreifen bei dieser Konferenz, bei dieser Diskussion zur kapitalistischen Globalisierung und zur Grenzüberschreitung. Ich habe mich an einige frühere Dinge erinnert, die ich in den 80er und 90er Jahren verfasst habe. Leider ist der Ton wieder weg.
Okay, bon. Gut, ich versuche es noch einmal. Ich hoffe, dass es jetzt klappt. Ich hoffe, es wird funktionieren. Ich sagte, dass ich mich für einige Dinge erinnert habe, die ich... Es tut uns schrecklich leid, der Ton ist derart schlecht, dass wir nicht dolmetschen können. Ja, wir haben hier technische Probleme, die wir versuchen zu Hintergrund. Ich hoffe, das klappt. Bien entendu. Wir wissen natürlich alle, dass die Globalisierung funktioniert es jetzt? Gut. Funktioniert es jetzt? Vielleicht könnte nochmal die Technik Changeri sagen, dass er vielleicht seine Kamera ausstellen soll, damit der Ton besser durchkommt. Okay, bon, j'éteins la caméra. Ça peut aller? C'est la connexion, elle est vraiment instable. Hein? Ça marche? Jetzt hören wir dich. Oui, ça marche? Oui, on vous écoute. Ok. Donc, bien entendu, nous savons bien que la mondialisation et la globalisation ne sont pas apparues avec la chute du mur de Berlin et l'effondrement du bloc de l'Est. Mais il est certain que c'est dans leur sillage et à leur suite que ces deux concepts que parfois nous avons du mal à dissocier sont entrés dans le vocabulaire courant des médias et des politiques pour désigner une dynamique économique. In den Medien immer wieder aufgetaucht sind, um soziale Bewegungen zu beschreiben und Phänomene zu beschreiben, die zunächst einmal Hoffnungen geweckt haben. Denn die Globalisierung war ja bereits etwas, was es zumindest in Afrika schon gab. Alle Grenzen sind eingerissen worden und es wurden viele Möglichkeiten geboten. Auf politischer Seite war das ein Versprechen von
von unendlichen Möglichkeiten, das Leben zu verbessern. Das heißt, in politischer Hinsicht war das ein großes Versprechen einer größeren Kapitalisierung, einer größeren Produktion von Reichtümern, die allen zur Verfügung stehen würden. Es wurde versprochen, dass keiner zurückgelassen würde und dass mehr Teile der Bevölkerung tatsächlich an dem Fortschritt teilhaben werden könnten. Es war damals schon zu spüren, wie das ausgehen würde, aber man hat uns immer wieder versichert, dass der laufende Prozess, leider ist der Ton jetzt wieder vollkommen abgebrochen. Mit der außerordentlichen Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologien, die bereits zu spüren waren, hat man uns gesagt, dass dieser Prozess die IT-Welt zu einer Verschwinden der Grenzen beitragen würde, in dem Sinne, dass die Grenzen keine größeren Hindernisse mehr für den Austausch von Waren und Dienstleistungen und selbst für die Mobilität der Menschen sein würden. Man hat uns gesagt, dass die Demokratie, die ja fast untrennbar mit der Marktwirtschaft verbunden ist, in Europa sich breit machen würde, als erstes auf den Trümmern der Ostblockstaaten und dann auch in Afrika. Leider hat es nur wenige Jahre gedauert, bis alle verstanden haben, was tatsächlich hinter diesem Konzept der Globalisierung steht, nämlich die kapitalistische Marktwirtschaft, die auf internationaler Ebene verbreitet wurde und weiterhin dominiert wurde von den großen multinationalen Unternehmen. Die Produktion ist gestiegen dank der technologischen und der IT-Revolution, aber die Menschen, die dort gearbeitet haben, haben davon nichts gespürt, von dem zunehmenden Wachstum und Reichtum. Die demokratische Kontrolle der Globalisierung war nicht mehr möglich. Weder die Weltbank noch der Weltwährungsfonds noch die Welthandelsorganisation waren in der Lage, das einzuschränken. Denn der Handel hat an Volumen sicherlich zugenommen, allerdings haben die ärmeren Länder davon nicht profitiert. Wieder ist der Ton komplett weg. Es wurden Grenzen in allen Ländern des Südens eingerissen und überwunden, aber das hat nicht dazu geführt, dass die Produkte aus den Märkten der Nordhälfte zu uns gekommen sind. Überall sind regionale oder lokale Strukturen zerstört worden durch die Einfuhr der liberalen marktwirtschaftlichen Prinzipien. Und es wurde nichts an die Stelle dieser gewachsenen Strukturen gesetzt. Weder die Europäische Union noch die Freihandelszone in den Amerikas haben das verhindert. Die überstaatlichen Organisationen haben unter dem Vorwand, die Demokratie vorantreiben zu wollen, nur zu der Zerstörung geführt. Das heißt, die Globalisierung hat dazu geführt, dass wir viel abhängiger geworden sind von den internationalen Finanzströmen der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds. Und das gilt für alle Länder des globalen Südens. Und die Auswirkungen
auf die Arbeitsbedingungen der Bevölkerung im Namen der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft und um die großen Ungleichgewichte in den Volkswirtschaften auszubügeln, liefen aus dem Ruder. Damals wollte man vor allem Investitionen aus den reichen Ländern anziehen. Das Versprechen wurde also nicht gehalten, das mit der Globalisierung einhergegangen war. Diese strukturellen Veränderungen haben eine nie dagewesene Verarmung der Bevölkerung nach sich gezogen. Das hatte zu fast allen Ländern zu gewalttätigen Konflikten geführt. In Europa, wo der Wohlfahrtsstaat immer stärker sich zurückzieht, haben die liberalen Praktiken auch zu einem Ansteigen der Arbeitslosigkeit, der Fremdenfeindlichkeit und des Rassenhasses geführt. Wir sehen alle heute diesem Traum des globalen Dorfes mit Bedauern nach, der uns in den 90er Jahren vorgehalten wurde. Die Welt heute ist kein Ort, an dem man gut zusammenleben kann, an dem alle Zugang haben zu den Produkten und Dienstleistungen, die erzeugt werden. Sam, vielleicht. Die Welt heute ist wie ein Dorf, das in viele verschiedene Viertel aufgeteilt ist, die durch Mauern voneinander getrennt sind. Man kann nicht mehr in das Nachbarviertel gehen. Die Menschen, vor allem diejenigen, die keine besonderen Fertigkeiten haben und die kein Geld haben, bleiben auf der Strecke. Diese Personen werden als Bedrohung der sozialen Ordnung, der wirtschaftlichen und politischen Einheit betrachtet und bezeichnet. Das ist leider das Bild, das die Globalisierung uns heute von sich gibt, obwohl sie doch vor einigen Jahren als das große Heilsversprechen angekündigt wurde. So viele Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer ist Europa jetzt dabei, zu einer Festung zu werden und nicht nur zu einer Festung gegenüber den Ländern anderer Kontinente. Da sind die Mauern immer undurchlässiger geworden im Laufe der Jahre. Nein, Europa führt jetzt sogar zwischen den einzelnen Ländern des Schengen-Raumes neue Grenzkontrollen ein. Das Versprechen eines offenen, freien Europas ist gewichen der Realität einer Festung Europa, an deren Tür die Geflüchteten der Restes der Welt stehen und scheitern. Und da an den Grenzen der Länder, die die größten Reichtümer anhäufen können. Seit einigen Jahren ist die Migrationspolitik eine der wichtigen Achsen der europäischen Politik geworden. Die Europäische Union hat es geschafft, in ihrer Politik zur Bekämpfung der Migration einige Länder, wie zum Beispiel in Niger Zentren zu errichten, aus denen Migranten umverteilt werden sollten. Und das ist wird als effizientes Mittel angesehen, die Menschen aus dem globalen Süden von der Migration abzuhalten. Im Niger und auch in den Nachbarländern, überall auf der Welt gibt es
erhebliche Ressourcen und werden auch erhebliche Mittel ausgegeben, um die Entwicklung voranzutreiben. Ich werde versuchen, zum Ende zu kommen. Wenn die Türen für Migration nach wie vor geschlossen sind, so wie das in Beginn der 90er Jahre der Fall war mit den Strukturplänen, dann werden die jungen Menschen in Afrika und in den anderen Ländern der Welt, die das sind, die ein berühmter Forscher mal als eine Menschenmasse, die Armut, Not und Krankheit ausgesetzt ist, dann werden diese jungen Menschen sich radikalisieren, so wie wir es heute schon in der Sahelzone zum Beispiel erleben. Und das ist etwas, worauf wir die Aufmerksamkeit von allen Menschen, nicht nur den Europäern, lenken müssen. Aber den Europäern kommt eine besondere Verantwortung zu. Wenn es etwas gibt, was wir alle festhalten müssen aus den großen Veränderungen der letzten Jahre, dann ist es Folgendes: Die Politik und die Mauern werden Europa nicht schützen können. Europa wieder weg. Die europäische Politik der Bekämpfung der Migration ist meiner Meinung nach eine falsche Politik, und dafür verantwortlich sind die internationalen Organisationen und Länder. Aber diese Politik kann nur scheitern, weil die europäischen Länder auch sehr große Probleme haben, insbesondere die Massenarbeitslosigkeit. Die hat überhaupt nichts zu tun mit den Migrantenströmen. Genauso die Rechte, die Grundsätze und die Werte, die Europa immer schützen wollte, sind überhaupt nicht gefährdet durch die Migration. Die europäische Antimigrationspolitik zeigt nur, dass man sich scheute, mutige Reformen durchzuführen, um eine humanere Globalisierung zu gestalten. Die Neuigkeiten, die aktuelle Situation wird derzeit bestimmt durch die Bekämpfung der Covid-19-Pandemie. Aber das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die migrationsfeindliche Politik Europas weitergeht. In diesem Punkt bleibt Europa geeint. Migration wird als Gefahr, als Bedrohung angesehen. Und das zeigt, dass selbst mit streng kontrollierten
Grenzen Tausende von Menschen nicht abgehalten werden können. Es wird uns gesagt, dass es einen Warenverkehr gibt und keine Finanzströme gibt, weil das zu echten Krisen in Europa führen könnte, die dann auch für uns desaströse Auswirkungen hätten. Damit möchte ich jetzt zum Ende kommen und ich hoffe, dass mein Input trotz der schlechten Verbindung ausreichend war, dass wir jetzt darüber diskutieren können. Also ich möchte mich entschuldigen für die schlechte Verbindung und hoffe, dass trotzdem einiges rübergekommen ist, sodass eine Diskussion möglich ist. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Musa Changari. Genau, ich glaube, es ist sehr viel rübergekommen, genug, um zu diskutieren. Vielen Dank für diesen wirklich interessanten Beitrag. Bevor jetzt Sandro noch die Möglichkeit hat zu reagieren, möchte ich doch noch mal darauf eingehen, dass doch beide Vorträge sich bewusst sind, dass wir eigentlich in der Zeit, in der Corona-Krise, der gesamtgesellschaftlichen Umbruchsphase sind, die absolut historische, ich kriege das Echo nicht raus, sorry. So, geht das jetzt? Nee, immer noch Echo. Okay, dann gebe ich einfach Sandro das Wort und ich versuche das hier zu reparieren derzeit. Bitte, Sandro. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch, Musa. Ich denke, Sie haben da eine ganze Reihe wirklich guter Punkte angesprochen, auch und auch trotz der technischen Schwierigkeiten, denke ich, ist das doch zu uns durchgedrungen. Ich mache es ganz kurz, denn mir wäre auch wichtig, dass wir noch Zeit für eine Diskussion im Anschluss haben. Ich denke, Musa hat uns doch ein gutes Bild vermitteln können der Globalisierung und wie sie sich in Afrika darstellt, von dem wir auch generalisieren können, auch ohne jetzt die Spezifika Afrikas außer Augen zu verlieren. Was aus meiner Sicht sehr effektiv auch in dem Vortrag war, war dieses Bild des Dorfes und der Nachbarschaftsviertel, die einerseits voneinander getrennt sind und auch verbunden sind durch Kriege. Und zum Thema Dorf und auch Dorfbewohner, da muss man ja auch an Konditionen und Bedingungen denken, die eben von allen geteilt werden. Aber die Art und Weise, wie das dann geteilt und erlebt wird, kann sich radikal voneinander unterscheiden. Es geht ja auch um Hierarchien und innerhalb von Hierarchien wird das Ganze auch reproduziert. Man kann es einfach sagen, aber es muss auch gesagt werden, dass die Erwähnung dieser Kriege wesentlich ist. Und das gilt eben für alles, was auch trennt und auch das, was homogene, urbane Räume voneinander trennt.
Das ist nicht anders als auch befestigte Grenzen. Auch hier geht es darum, Bewegungen, Migrationsbewegungen zu behindern oder zu bremsen. Also ich denke, das Bild, das Musa gezeichnet hat, auch mit Blick auf diese Migrationsbewegungen, zeigt, dass diese Bewegungen eine ganz wichtige Rolle spielen werden in der Zukunft, auch um der Globalisierung ein humaneres Antlitz zu verleihen. Wir können da eigentlich wieder zurückkommen auf den Gedanken, der ja auch eine wichtige Rolle bei den antirassistischen Bewegungen in Europa in den letzten 20 Jahren gespielt hat, nämlich dass Migrationsbewegungen auch gewissermaßen oder potenziell als Verkörperung einer anderen Form der Globalisierung betrachtet werden können, eine Globalisierung von unten. Was wir uns vorstellen müssen, ist eine Politik, die dazu in der Lage ist, eine derartige Globalisierung von unten wirklich auch effektiv auszugestalten. Und eine ganz besonders wichtige Aufgabe ist das in Europa, auch vor dem Hintergrund dessen, was Musa gesagt hat, auch mit Blick auf Grenzpolitik und Migrationspolitik. Und dabei würde ich es jetzt belassen, damit wir uns noch kurz austauschen können. Für nochmal diesen Kommentar. Jetzt geht auch wieder mein Audio. Genau, ich wollte auch nochmal hier einhaken. In Sandros Vortrag kam es vor, hier und da sozusagen die neue Situation auch sozusagen der Pandemie, die eine Multikrise darstellt, die Corona-Pandemie, die ja sozusagen die dystopische Migrationsregime beschleunigen werden. Ich würde nochmal gerne Musa Changari fragen, wie sich das jetzt schon sozusagen für seine Kämpfe dort vor Ort zum Thema Migration eigentlich auswirkt und wie das die Kämpfe der nächsten Jahre strukturieren wird. Ich weiß, Musa selber wurde festgenommen, zum Beispiel letztes Jahr auf einer Demonstration unter dem Vorwand der Corona-Politik, aber es war ganz klar, so hat er es beschrieben, ein Eingriff der Regierung, das zu nutzen und eigentlich die Zivilgesellschaft zu stärker einzuschränken. Also nochmal die Frage an Musa Changari in dieser historischen Umbruchssituation der Corona-Pandemie. Was heißt das eigentlich für die konkreten Kämpfe vor Ort? Das bedeutet, dass wir Einschränkungen in unserer Freiheit zu spüren bekommen von der Regierung, dass man die Situation dazu nutzt, unsere Freiheiten einzuschränken, uns teilweise festzunehmen, was ja der Fall war. Da haben wir uns über eine Anordnung der Regierung hinweggesetzt im Rahmen der Corona-Maßnahmen. Also der öffentliche Raum wird eingeschränkt und die Möglichkeiten im öffentlichen Raum. Außerdem wir werden die anstehenden Wahlen als Argument herangezogen und natürlich die Pandemie. Es gibt Risiken für uns, für wenn man unterwegs ist. Die Mobilität ist ja auch eingeschränkt. Und ja, das bedeutet auch, dass viele Migranten, die vorher schon Schwierigkeiten hatten und blockiert waren, es noch mehr sind jetzt. Und dass europäische Politik in den Niger ausgelagert wird. Und die Pandemie ist ein wunderbarer Vorwand, um noch mehr einzuschränken oder Grenzüberschreitungen zu behindern und einzuschränken. So läuft es leider ab im Moment. Okay, vielen Dank.
Ich würde jetzt angesichts der Zeit tatsächlich nochmal die Co-Moderatorin fragen, ob es Fragen, ich sehe auch schon, es gibt Fragen natürlich aus dem Publikum, da schon welche gesammelt vorbereitet wurden, dann könnten wir jetzt direkt sozusagen das Publikum mit einbeziehen in unsere Diskussion. Ja, genau, wie auch vorhin ist der Chat und auch das, die Question and Section explodiert. Das heißt, eine Frage, die ich gerne vorschieben möchte, ist vor allen Dingen eine Frage an Moussa Changari, aber natürlich auch an Sandro Messadra, wie er und sie die Idealisierung der Migrationsbewegungen einschätzt, die oft ja auch durch eine europäische Linke gepflegt werden. Das wäre eine kurze Frage. Und eine größere Frage, die ich noch anschließen möchte, ist angesichts des ja, veritablen Epochenbruchs mit den multiplen Krisen, von denen die Corona-Krise nur eine ist, hat es den Hinweis gegeben auf die Möglichkeit, Koalitionen zu schmieden, neue Koalitionen. Und dann die Frage auch aus dem Publikum, welche Möglichkeiten gibt es denn, Koalitionen A zu schmieden und B auch beispielsweise auf Algorithmenbildung einzuwirken von, aus der Seite der Zivilgesellschaft. Und die Frage danach, was wird eigentlich mit denen gemacht, die jetzt schon zu den Überflüssigen gemacht worden sind im globalen Kapitalismus und die dann auch noch weniger Zugang haben werden durch keinen Zugang zur digitalen Welt. So viel erstmal. Danke. Okay, danke. Beantworten. Ja, gerne. Ich denke, ich glaube, wir verteidigen in Afrika und Asien ein Recht, nämlich das Recht auf Mobilität für alle. Das gibt es ja nicht nur in Europa und dieses Recht müssen wir vertreten und verteidigen. Jeder hat das Recht, dahin zu gehen, wo er möchte. Und in dem Land zu leben und zu arbeiten, in Würde, wo er hin möchte. Das ist ein Grundprinzip. Und dieses Grundprinzip muss man vertreten und verteidigen. Natürlich ist es wünschenswert, dass die Probleme, die dazu führen, warum die Leute überhaupt weggehen, gelöst werden, damit die Leute, die eigentlich bleiben möchten, auch wirklich bleiben können und dort in Würde leben können, in ihren Heimatländern. Im Augenblick sind diese Bedingungen ja zerstört. Zerstört worden in den Jahren der Strukturanpassungsprogramme, die heute noch fortgesetzt werden unter anderem Namen, sodass es einfach schwierig ist, für die Menschen zu Hause zu bleiben, im Heimatland zu bleiben. Sie müssen gehen, sie sind gezwungen aus wirtschaftlichen Gründen, aus Gründen, die mit dem Klimawandel zusammenhängen oder auch, weil es Konflikte gibt in verschiedenen Ländern und Strukturen, die die gesamte Gesellschaft zerstören und ein menschenwürdiges Leben unmöglich machen. Deshalb können sie nicht anders, als wegzugehen. Das Ideal kenne ich auch nicht, aber wir kämpfen dafür, zu sagen, alle können in Frieden leben, alle können in Würde leben, alle können die Lebensbedingungen, unter denen sie leben möchten, frei wählen. Und diese Bedingungen muss man doch schaffen können. Wenn man beschließt, mit einigen politischen Ansätzen zu brechen und neue zu verfolgen. Und das ist eine Revolution, um die es da geht. Ich habe ja Sandro zugehört, auf Englisch. Er ruft ja auf zu einer Revolution und die braucht es. Die Welt hat die Ressourcen, um jedem ein Leben in Würde zu ermöglichen. Die Ressourcen sind da, aber sie werden von einer Minderheit für sich beansprucht. Von einer Minderheit, die so viele Ressourcen und Reichtümer für sich beansprucht. Das sind 90% der Weltressourcen für 1% der Bevölkerung, so ungefähr. Und das ist unser Kampf. Für die freie Mobilität, die Freizügigkeit aller weltweit.
Und das ist nicht eine Idealisierung der Migration, nein, das ist einfach eine Logik, die beruht auf dem Durchsetzen eines Rechtes, eines Anspruchs, der in den vielen Verfassungen steht, aber der behindert wird durch die konkrete Politik. Und was können wir tun in Sachen Koalitionen? Ich glaube, wichtig ist es, dass wir global kämpfen und dass die Bewegungen sich vernetzen und zusammenschließen in einem globalen Kampf. Natürlich vor Ort, lokal, aber global vernetzt. Vor ein paar Jahren hat man im Weltsozialforum auch viel darüber gesprochen, aber es schwächt sich jetzt ein bisschen ab, dieses Lokalhandeln, Globaldenken. Aber darauf müssen wir zurückkommen, uns auf die lokalen Bewegungen abstützen, aber vernetzt. Und dann daran arbeiten, Räume für Widerstand, Überlegungen zu Alternativen zu den bestehenden Systemen zu schaffen. Und dann wirklich daran zu arbeiten, Dinge zu schaffen, die eben für alle gelten und allen ermöglichen, ihren Teil der Macht zu übernehmen in der Welt. Und diese Bewegungen gibt es schon, die organisieren sich schon und beschäftigen sich ganz konkret auch mit dieser Frage der Machtübernahme und des Aufbaus von etwas komplett Neuem. Und das ist eben die Fragestellung für viele Organisationen in der Welt. Ja, vielen Dank. Sandro, möchtest du noch mal reagieren? Ja, zu der Frage der Idealisierung der Migration. Da stimme ich Musa absolut zu. Ich würde noch hinzufügen, dass es die Notwendigkeit gibt, die Bedeutung von europäischer Linker zu definieren, wenn man eine solche Frage stellt. Denn wenn man bei europäischer Linken auch die sozusagen institutionelle Linke betrachtet, dann besteht das Problem darin, dass ein Großteil dieser Linken dann ja die Idee in Frage stellt, dass Migration eine Bedrohung ist. Da ist aber trotzdem keine Tendenz, dann Migration zu idealisieren. Und das ist durchaus ein Problem, meiner Meinung nach. Wenn ich mir mal die italienische Politik anschaue über die letzten 25 Jahre, da gab es eine Art Konvergenz zwischen einem großen Teil der in Anführungszeichen Linken und der Rechten bezüglich der Definition von Migration hauptsächlich als Bedrohung. Aber ich vermute, die Frage bezieht sich auch auf Minderheitensozialbewegungen, die mit Migranten ihre Probleme haben. Und so wie ich das sehe, würde ich nicht sage, dass ich eine Tendenz habe oder sehe, die Migration zu idealisieren. Vielmehr habe ich betont, dass Migration beträchtliche Herausforderungen für die Linke stellt und bedeutet. Und die Linke muss dann kreativ reagieren auf diese Herausforderungen. Was nun Koalitionen angeht. Ich denke in der Tat, dass die
Frage bezüglich Koalitionen heutzutage sehr bedeutsam ist. Man kann sagen, wir stehen vor verschiedenen Krisen und die Pandemie ist nur eine davon, was natürlich stimmt. Ich würde aber auch hinzufügen, dass die Pandemie als eine Art Katalysator gewirkt hat für die verschiedenen Arten von Krise. Und die Art und Weise, in der wir nun reagieren müssen auf diese Krisen, hängt nun sehr genau zusammen mit der Bildung von Koalitionen. Lasst mich da ein schnelles Beispiel geben. In Italien gibt es gegenwärtig ja sehr beträchtliche und bedeutsame Konflikte im Bereich öffentliche Gesundheit und Versorgung, auch gern als sekundäre Entschuldigung genommen. Wenn man sich aber das anschaut, diese Kämpfe, das alles verkörpert ja letztlich Koalitionsprinzipien, denn man hat eine feministische Bewegung, die widmet sich Themen Ausbildung und Gesundheit, dann hat man Antirassismusbewegungen und natürlich findet man auf der einen Seite die Lehrer und auf der anderen Seite die Ärzte und Pflegepersonal auf der anderen und so weiter. Das heißt, jede dieser anscheinend sehr spezifischen Kämpfe, die da geführt werden, verkörpern das Prinzip Koalition, nämlich die Bedeutung, Koalitionen zu bilden zwischen dem Kampf um öffentliche Gesundheit und öffentliche Bildung. Und ich könnte das noch weiter ausführen. Ich glaube aber nicht, dass das Prinzip dabei Hauptpunkt unserer Überlegungen sein sollte, auch noch nicht mal theoretisch und schon gar nicht in der Praxis. Wir machen jetzt noch eine Runde. Wir können auch eine Runde machen mit Fragen aus dem Q&A-Bereich. Und da würde ich gerne nochmal Julia bitten, die gebündelt hier vorzustellen und reinzureichen. Genau. Wir würden gerne noch zwei Fragen zur Subjektivierung, zur Subjektmachung stellen. Und zwar schreibt Arun, was ist mit dem Hass, der sich im globalen Süden regt, bezogen auf die globalen Ungerechtigkeitsverhältnisse? Und auch jetzt eben nochmal bezogen auf weitere Beschränkungen von Mobilität und weitere Konsequenzen in der Pandemie. Warum wird über diesen Hass, warum werden über diese Uproars so wenig berichtet? Also eigentlich, warum wird diese Form auch des Subjektseins nicht berichtet, sondern stattdessen die Leiterfahrung in den Vordergrund gestellt als nicht agentisch. Und dann eine zweite Frage eigentlich auch zur Subjektivierung, die fragt, wie das denn sein kann, dass sich dieses Narrativ, das Kapitalismus scheinbar mit Demokratie verknüpft sein muss, so andauernd hält. Ja, die Frage geht an beide. Ich weiß nicht, wer möchte anfangen? Ja, ich versuche es mal. Die erste Frage habe ich nicht richtig gehört, akustisch, eher die zweite zu der Beziehung zwischen Kapitalismus und Demokratie. Ja, es gibt ein Narrativ, das diese Beziehung herstellt. Aber die Geschichte hat uns ja auch andere Dinge gelehrt, dass Demokratie und Kapitalismus zusammenhängen, dass liberale Demokratie immer mit Kapitalismus einhergeht. Das ist ja wohl ein Fakt, historisch gesehen. Also in
vielen Ländern, in den europäischen Ländern, in Amerika. Politischer Liberalismus, Demokratie, liberale Demokratie, bürgerliche Demokratie hängt vom Kapitalismus ab oder mit dem Kapitalismus zusammen. Das ist eine gängige Erfahrung. Aber man sieht doch auch, dass der Kapitalismus auch funktioniert mit komplett autoritären Strukturen. Das hat man auch in der Geschichte gesehen oder auch heute noch in vielen Regionen, wo das zusammenpasst. Aber die Demokratie und der Kapitalismus gehören weitestgehend zusammen oder hängen miteinander zusammen. Und wenn es in der Wirtschaft oder im Kapitalismus nicht gut funktioniert, ist oft die Reaktion, dass man demokratische Einschränkungen, Freiheitseinschränkungen verhängt. Und der Kapitalismus führt natürlich nicht automatisch zur Demokratie. Er kann ja auch eine Bedrohung für die Demokratie sein. Das habe ich versucht auch herauszuarbeiten, indem ich gesagt habe, dass in den letzten Jahren die Demokratie auch in Ländern, wo sie eigentlich schon ziemlich weit fortgeschritten war, von einer Autokratie, von einer Elite quasi ihres Inhalts beraubt worden ist, ja? Die sich diese Demokratie zu eigenen Zwecken zu eigen gemacht hat. Und Demokratie muss doch den Bürgern und dem Volk zugutekommen. Aber man hat erlebt, dass einige sich, die diese Demokratie quasi unterworfen haben, zu eigen gemacht haben. Okay, vielleicht einen Moment. Bevor Sandro nochmal antwortet, vielleicht auch nochmal die erste Frage dazu reinholen und dann vielleicht das gemeinsam vielleicht auch schon mal mit so einem Blick, so einem Ausblick auf das Ende beantworten. Die Frage ist eigentlich interessant, die Frage nochmal, warum wird der Hass im globalen Süden so wenig kommuniziert? Die Ungerechtigkeitsverhältnisse, die sich jetzt auch nochmal sehr verschärft haben, auch nochmal durch die Immobilisierung, durch die Corona-Politik. Aber warum wird da so wenig drüber gesprochen, wie jetzt die Fragestellende gefragt hat, die Subjektivierung derjenigen im globalen Süden, warum wird da eigentlich nicht in dieser Form drüber gesprochen? Sie haben ja immer eine bestimmte Rolle im Diskurs, auch im linken Diskurs, im medialen Diskurs. Vielleicht Sandro dazu auch nochmal zu der anderen Frage und dann will ich nochmal das Schlusswort dann am Ende Musa Changari geben. Aber erstmal nochmal an dich, Sandro. Ja, zunächst mal möchte ich Musa Changari, einen Moment noch mal kurz. Du hast gleich noch mal das Schlusswort. Jetzt könnte erst noch mal Sandro was sagen und dann hast du am Ende noch mal. Voilà, donc je vous dis ja. Plutôt au revoir, n'est-ce pas? Si c'est la fin. Nee, es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Jetzt kommt erst noch mal Sandro und dann noch mal kommst du mit einem Schlussbeitrag und dann hören wir auf. Also noch läuft es. Ein paar Minuten überziehen wir. Okay. Gut, also dann nochmal möchte ich zunächst mal Sabine danken für ihre Klarstellung bezüglich dieser Frage, was die Idealisierung der Migration angeht. Der Punkt ist bei mir sehr wohl angekommen. Dennoch sehe ich nicht wirklich die Idealisierung als eine weit verbreitete Tendenz bei
den antirassistischen Bewegungen in Europa beispielsweise. Wenn man mit den Aktivisten spricht natürlich, dann haben die schon eine idealistische Motivation. Und diese Motivation braucht es ja auch, um sich zu engagieren, um sich diesem Kampf zu verschreiben gegen den Rassismus und um dort auch die Selbstorganisation der Migranten zu unterstützen und diese Prozesse. Ich akzeptiere, dass wir weitermachen müssen mit dem politischen Diskurs zur Migration, auch innerhalb der sozialen Bewegungen. Mein Verständnis ist dergestalt, dass es die Notwendigkeit gibt, Migration auch in Europa weiter zu diskutieren, aber vielleicht in einem anderen Zusammenhang. Manchmal habe ich das Gefühl, wir reden von Migration mit Instrumenten, mit der Art von Sprache, die wir so ungefähr bis 1916 verwendet haben, bis zum langen Sommer der Migration. Also das gilt es wirklich zu reorganisieren, auch im Rahmen unserer politischen Diskussion oder dem Diskurs zur Migration. Ich sehe allerdings keine Tendenz der Idealisierung als reales, tatsächliches Problem heute. Nun zur Frage Hass im globalen Süden. Zunächst mal möchte ich sagen, eine solche Form der Subjektivierung ist ja nicht begrenzt auf den globalen Süden. Man findet da vielerlei Manifestationen, auch an der europäischen Peripherie und an der Peripherie europäischer Städte, unter jungen Menschen beispielsweise, die keine Perspektive für ihre Zukunft sehen. Und jegliche Form und Äußerung von Hass hat ihre eigenen Charakteristik. Und da würde ich gern sagen, manchmal tendieren wir dazu, vom globalen Süden zu sprechen, als so eine Art großen homogenen Raum. Während es allerdings natürlich ja sehr viele Unterschiede gibt im globalen Süden. Unterschiedliche Arten, wie sich das in den verschiedenen Teilen des globalen Südens äußert und auch im globalen Norden. Nun, die Frage zur Beziehung Kapitalismus-Demokratie, das ist eine schwierige Frage und Moussa hat dazu ja auch schon ein paar wichtige Punkte angesprochen gerade. Erste Frage, ganz schnell dazu, was ist denn Demokratie? Wie definieren wir Demokratie? Ist Demokratie einfach definiert dadurch, dass es regelmäßige Wahlen gibt? Regelmäßige Wahlen, die können natürlich bedeutsame Momente darstellen in einer Politik, die sich dieser Rekonstruktion der Welt verschreibt, unter bestimmten Bedingungen. Aber wir sind so dran gewöhnt, mit der Demokratie auch noch etwas anderes zu verbinden. Auch eine soziale Dimension, nämlich eine spezifische Art und Weise von Bürgern, Beteiligung von sozialen Rechten. Und diese Dimension durchläuft heutzutage eine durchaus profunde Krise. Und noch eine Frage. Wir können uns die Demokratie auch schlichtweg vorstellen als politisches System. Aber man kann sie auch verstehen, Demokratie, als Startpunkt oder als Punkt der Teilung oder Unterscheidung, demokratisches System und demokratische Bewegung. Dieses Konzept einer demokratischen Bewegung
ist heutzutage besonders bedeutsam. Und das nicht nur im globalen Norden. Und noch eine letzte schnelle Bemerkung. Wenn man heutzutage von Demokratie spricht, impliziert das ja auch, dass man die globale Ordnung und Nichtordnung gegenüberstellt. Und da gibt es sich herausbildende globale Kräfte, die man in dem Sinne nicht als demokratisch sehen würde. Nehmen wir mal China. Und von dem Standpunkt aus gesehen, müssen wir vielleicht die Frage der Demokratie etwas überdenken und auch die Beziehung zwischen Demokratie und Kapitalismus. Okay, vielen Dank. Und jetzt das Schlusswort an Musa Changeri. Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe, aber du solltest eben am Ende sprechen können und auch nochmal auf die Frage reagieren können und dann vielleicht auch nochmal das, was du sagen möchtest, am Ende eben auch die Möglichkeit haben, das zu sagen. Ich werde auf die Frage der Idealisierung der Migration zurückkommen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich nicht finde, dass es da eine Idealisierung gibt. Aber eine Antwort darauf kann man geben. Das, was wir heute an politischen Maßnahmen erleben, das ist doch emblematisch für etwas. Das steht doch ganz eindeutig für etwas. Zum einen dafür, dass der globale Norden sich weigert, die Folgen der Politik, die man anderen Ländern, insbesondere den Ländern des globalen Südens, auferlegt hat, zu übernehmen. Die Länder des globalen Nordens haben ein Desaster angerichtet im globalen Süden und der Norden weigert sich, die Konsequenzen dafür zu tragen. Und man sagt, man gestattet den Menschen des globalen Süden nicht in den globalen Norden zu wandern, um dort unter besseren Bedingungen zu leben. Dritte schlimme Bemerkung ist, dass durch die getroffenen Maßnahmen man eine Unterscheidung treffen will zwischen den Menschen, obwohl die Menschen eigentlich gemeinsam etwas verändern könnten. Das ist wirklich schlimm. Aber an all den Maßnahmen, die ergriffen werden, kann man nur erkennen, dass man versucht, sich aus der Verantwortung zu stehlen. Wenn ich mit Freunden aus dem globalen Norden spreche, dann stelle ich immer wieder fest, dass man sagt, ja, okay, die Migration, das ist schon ein Problem und so weiter. Aber wenn man dann sagt, die Migration ist ein Problem, dann bleibt man praktisch auf derselben Position wie die, die man eigentlich kritisieren will, die ganzen rechten Kräfte. Wenn man die Migration als Problem betrachtet, dann ist schon irgendwo etwas falsch. Diese Feststellung darf man gar nicht erst treffen, denn dann kann ja die Lösung nur lauten, zu verhindern, dass die Menschen kommen. Donc, la solution, on l'a. Also Sie haben dann die einfachen Lösungen an der Hand und können das dann akzeptieren. Aber die Tatsache, dass die Menschen
fliehen ist nie an sich kein Problem. Die Menschen müssen das Recht haben, dorthin zu ziehen, wo sie möchten, wo sie leben wollen. Es sind von Menschen gemachte Probleme, die wir lösen müssen, die wir unbedingt lösen müssen, damit es der ganzen Welt besser geht. Ich glaube, dass unsere Freunde im globalen Norden in der Tat ihren Ansatz in Frage stellen müssen. Ich möchte das nicht länger ausführen. Das ist, glaube ich, die wesentliche Botschaft, die ich überbringen möchte. In jedem Fall möchte ich es jetzt dabei bewenden lassen und danke Ihnen noch einmal für die Chance, die ich hatte, hier mit zu diskutieren. Ja, vielen Dank, Moussa Changari. Wir bedanken uns bei dir und auch bei dir, Sandro Mezzara, für dieses tolle Panel, für dieses Forum, aus dem heraus jetzt der Aufruf auch ergangen ist, vielleicht für die weitere Konferenz, der Aufruf zur Revolution. Genau, es gibt jetzt eine Pause für eine Stunde und nochmal vielen Dank auch an die Teilnehmenden für die Fragen und für die Aufmerksamkeit.